Die berühmteste Indianergeschichte der Welt, nach der Lederstrumpferzählung von James Fenimore Cooper, der letzte Mohikaner. Einer der mächtigsten Indianerstämme gerät in das Kreuzfeuer von Gewehrsalven weißer Desperados und Pfeilen irregeleiteter Irokesen. Das sind die Hauptpersonen. Joachim Fuchsberger als Hauptmann Hayward, der allein auf sich gestellt einer Flut von Feinden trotzt. Karl Latta als Oberst Munro, ein Haudegen von altem Schrot und Korn. Seine beiden Töchter Cora und Alice, die als Spielball zwischen die Fronten geraten. Karin Dorr, die beliebte Heldin vieler Abenteuerfilme. Es gibt doch auch einen Sieg der Menschlichkeit und einen Sieg über sich selbst. Ich habe Angst. Marie France, eine Landsmännin der unvergessenen Winnetou-Schwester. Zuletzt sticht sämtliche Karten des Trumpfass. Celio Gandelli, der Anführer der weißen Banditen. Dieses Trumpfass sind die Töchter. Kurt Großkurt, ein humorvoller Koch. Jana Wurzelsud, wenn's losgeht, tue ich jedem davon einen Löffel ins Essen. Überfall! Überfall! Unser Freund Falkenauge schmücke seinen roten Bruder mit der Kette der Häuptlinge unseres Stammes. Anthony de Teff als Trapper Falkenauge. So ist Häuptling Uncas, der Sohn Fingerkochs, der letzte vom Stamm der Mohikaner. Und Dan Martin als Uncas, der letzte Mohikaner. Nicht wird Uncas ruhen oder rasten, nicht am Tage und nicht in der Nacht, ehe nicht die Erde und die Wurzeln von Baum und Strauch das Blut der feigen Mörder trinken. Diesen neuen großen Western inszenierte der Meisterregisseur Harald Reinl. Uncas und Magua werden kämpfen mit Messer, Speer und Tomahawk und mit dem Willen zu töten. Die weiße Squaw, die dem Kampf zusehen soll, wird dem Sieger zufallen. Jetzt plötzlich Unterhändler auftauchen und meine Töchter vorzeigen. Dann wird das Geld gegeben. Dann werden die Unterhändler erschossen und meine Mädels reingeholt. Unterhändler kommen mit weißer Fahne, Oberst. Bei denen sind wir farbenblind, Korporal. Was will die Rothaut uns einen anderen Weg führen? Sobald wir jenseits der Schlucht sind, ist der Weg völlig klar. Und es gibt für einen Überfall überhaupt keine Möglichkeit mehr. Die Brücke wird heute noch fertig. Ein Film, der seinem Vorbild Ehre macht. Der schönsten Lederstrumpferzählung von Cooper. Der letzte Mohikaner.